Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Mittwoch, dem 14. August 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 673 und heute direkt aus der Küche habe ich euch die folgenden Themen: Apple Music, Resolve, Mobile, die dritte, Spectacles 3 und Tumblr. Ich beginne mit Apple Music. Die haben eine neue Zahl zu veröffentlichen, nämlich 60 Millionen Kunden. Dazu gehören die bezahlten Abonnenten sowie die aktuell in der kostenlosen Testphase, die ja aktuell nächstens verkürzt wird von 3 auf 1 Monat. Und ja, somit eine schöne neue Zahl. Das heißt, innerhalb des letzten Jahres konnte Apple 10 Millionen neuen Kunden dazu generieren. Ist natürlich noch ein Stückchen weit entfernt von Spotify mit 232 Millionen. Dazu muss man aber sagen, da gibt es auch kostenlose und darin verbunden sind 108 Millionen kostenpflichtige Accounts. Wenn man das bedenkt, dass das Ganze ja relativ beschränkt ist, gut, stimmt auch nicht ganz, doch schon ein bisschen. Es gibt es ja aktuell nur auf dem iPhone, also auf den iOS-Devices, auch iPads, aber auch auf Android-Devices. Spotify gibt es ja auf ein paar anderen Maschinen noch, wo man es nutzen kann. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt dann im Herbst ausweiten wird, wenn die eigenen Apps für die jeweiligen Plattformen kommen. Weiter geht es mit Resolve. Apple sucht ja immer wieder neue Wege, um die Materialien, die sie haben, noch grüner in sein Smartphone integrieren zu können, auch der Rückbau und so weiter. Jetzt ist man eine Kooperation mit Resolve eingegangen. Die haben nicht nur das Ziel, Gold abzubauen, sondern auch die Renaturierung im Anschluss wieder anzustreben. Heißt, die Flüsse wieder so benutzbar zu machen, wie zum Beispiel jetzt in Kanada, wo das Gold für die Apple iPhones herkommt. Da werden nicht nur das Gold abgebaut, sondern im Nachhinein auch wieder der Fluss so zurecht gemacht, damit der Lachs wieder schwimmen kann und sich wieder ansiedeln kann. Definitiv kein verkehrter Weg und auch da könnten sich andere Hersteller wieder mal eine Scheibe abschneiden. DJI Osmo Mobile 3. Die dritte Version wurde gestern vorgestellt. Überraschend irgendwie kam es zumindest für mich. Hab die News gesehen und dann haben wir gleich einen Beitrag auf dem Pocipsi.ch Blog online gestellt. Das Teil lässt sich neu kompakter zusammenfalten, wenn man es nicht braucht. Es hat ein aktives Tracking in der Version 3.0. Man kann Hoch- und Querformat filmen, hat Möglichkeiten eben über die Taste da mehr zu machen. Und für mich war das gerade der Punkt, wo ich gesagt habe, morgen geht's ins Büro und ich muss mein Zweier wieder mal auspacken und den fleißiger gebrauchen. Denn seit der Osmo Mobile da ist, wird der Zweier kaum mehr gebraucht. Und irgendwie, wenn ich mir das Video so anschaue, hat es so einen kleinen Haben-Will-Faktor beim Dreier. Interessanterweise und auch spannenderweise für den Kunden ist natürlich, dass das neue Gerät noch günstiger wird als das Dreier oder zumindest gleich teuer. Wenn man nämlich aktuell nach dem Zweier sucht, wird der in der Schweiz zumindest für knapp 130 Schweizer Franken gehandelt. Der Dreier ist umgerechnet 109 Euro bei DJI, knapp bei 120 angesiedelt. Wenn man dann noch ein Combo dazu bucht, sind es nochmals 10 Währungseinheiten mehr, also knapp 140 Schweizer Franken, 130 Euro, bekommt man noch ein Stativ mit dazu, eine Transporttasche und das lohnt sich auf jeden Fall, da ein bisschen mehr reinzuschmeißen. Wie gesagt, 10 Währungseinheiten Differenz und man kommt ein bisschen mehr dazu. Auch Snapchat hat überrascht mit einer dritten Version ihrer Brille, jetzt mit Dual-HD-Kameras, das heißt links und rechts eine Kamera, nicht wie früher links Kamera und rechts nur das LED, was angezeigt hat, wenn gefilmt oder fotografiert wird. Damit lassen sich 3D-Effekte erzeugen, unter anderem Tiefenschärfe und so weiter, somit sicherlich auch bessere Bilder. Spannendes Tool, doch preislich auch wieder gestiegen, liegt man aktuell bei 370 Euro. Ist dafür auch dann keine, ich will es jetzt mal so ein bisschen nicht respektierlich sagen, aber keine Plastikbrille mehr, sondern eine Alubrille. Ja, muss man mögen, das Design vor allem, aber auf jeden Fall definitiv ein schöner neuer Schritt.
Und zu guter Letzt kommen wir zu Tumblr, eine Plattform, die früher sehr beliebt war und dann halt durch gewisse Einschränkungen von der wegfallenden Erwachseneninhalten und so weiter dann auch ein bisschen einen Einsturz erlitten hat, wurde damals irgendwann für 1,1 Milliarden gehandelt, also ein schöner Preis, und ging jetzt eben weg von, was war es zuletzt, Verizon. Die haben es ja von Yahoo übernommen. Schon Yahoo hat nicht viel gemacht, Verizon noch fast weniger. Und jetzt hat Automatic das Ganze gekauft. Wer sich fragt, was das ist, Automatic, das sind die, ja, die hinter dem WordPress.com Plattform stehen, hinter WooCommerce, hinter Jetpack. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, was die mit der Plattform vorhaben. Noch interessanter war der Übernahmepreis. Man hat irgendwas von unter 20, dann irgendwann auch von unter 10 Millionen, nicht Milliarden, sondern Millionen gelesen. In die neuesten Berichte, die dann gegen Ende vom Tag rausgekommen sind, hieß es sogar unter 3 Millionen, also ja, ein Schnäppchen, würde ich doch sagen. Das waren's die Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Heute ist Mittwoch, euch einen erfolgreichen Start. Und ja, wir hören uns, wenn ihr mögt, morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.